Ja, hallo allen zusammen. Herzlich willkommen zum neuesten Livestream am Dienstag, 14. April 2020 oder 2022 oder 2040. Keine Ahnung mehr. Die Zeit, die verfliegt ja so schnell in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern, habt euch nicht beißen lassen, weder von euren kleinen Zwergen zu Hause noch von dem Killer-Virus. Ja, jetzt ist die vierte oder fünfte Woche bereits im Anmarsch von dieser Krise und wie ich gesehen habe, ist das jetzt die 20. Ausgabe von meinem Livestream. Wer hätte das gedacht? Ich sicher nicht. Im heutigen Thema schauen wir uns etwas an, was mich in der letzten Zeit immer wieder beschäftigt und die ich auch immer wieder gefragt werde, und zwar, warum View-Zahlen eigentlich nur die halbe Wahrheit erzählen. Es kommen immer wieder Leute zu mir und fragen, ja du Erik, ich habe einen Blog, ich habe aber nur 2000 Leser am Tag, was kann ich machen, um noch schneller Millionen von Leser pro Tag zu erreichen? Oder dann gibt es wieder Firmen, die sagen, ja, ich habe doch nur 10 Besucher am Tag auf meiner Webseite, was soll ich da besser machen? Da muss ich dann immer ein bisschen grinsen, denn ich weiß ja, Views, das sind eigentlich solche Beschisszahlen, die kann man brauchen oder die kann man nicht brauchen. Dann sind wir ehrlich, die wenigsten beschäftigen sich eigentlich wirklich mit einer Statistik. Und da müsste man eigentlich wirklich die ganze Statistik in die View-Zahlen hineinrechnen, damit das wirklich Zahlen sind, auf die man sich verlassen kann. Ich in der Schweiz sehe es immer wieder, dass große wie kleine Firmen gar nichts tracken und sich dann irgendwie auf Serverlogs verlassen, wo ja alles getrackt wird, egal ob es ein Bot ist oder ein Hack oder ein DDoS-Angriff oder sonst was. Und dann denken sie, wow, sie seien ja gut aufgestellt. Und wenn sie dann eine Statistik eingebaut haben, merken sie, da stimmt ja gar nichts. Ja, eben, nur die Hälfte der Firmen und Bloggers, die tracken wirklich, und die andere Hälfte, die trackt auch völlig falsch. Ich höre auch immer wieder in diesem Zusammenhang Leute reden und sagen, ja du, eine Businessseite, die nicht mindestens 1000 Views pro Tag hat, ist keine Businessseite. Ein Online-Shop, der nicht mindestens 5.000 bis 10.000 Views pro Tag hat, ist ebenfalls nichts. Und eine Fanpage, die nicht mindestens 100.000 Likes hat, also Abonnenten hat, die ist ebenfalls nichts. Das ist so eigentlich das, was viele sogenannte Experte sagen. Ich muss da auch immer wieder lachen, denn sind wir ehrlich, meine Business-Webseite, die hat, wenn es hochkommt, etwa 50 Views pro Tag. Aber das reicht mir völlig aus. Ich kenne Großkonzerne, die haben wirklich nur ein paar hundert Views pro Tag auf einer Webseite in ihrem Online-Shop, aber sie setzen trotzdem viele Millionen um. Also, sind Views wirklich die einzigen Zahlen, die da etwas bewirken, etwas stimmt? Ich sage nein, denn schauen wir uns mal so eine Zeitung an. Hier in der Schweiz gibt es ja die jährliche WMF-Umfrage, wo man offiziell die Leserzahlen beglaubigen kann. Da hat es geheißen, 2019 hat die Zeitung 20 Minuten etwa 1,2 Millionen Leser am Tag gehabt. Nun, dann müsste ja dieser Konzern, diese 20 Minuten, super reich sein. Jeder Journalist müsste da etwa 30.000 Franken pro Monat verdienen und alle wären glücklich. Ja, wir wissen, stimmt nicht. Journalisten sind eine aussterbende Brut, die fast nichts mehr verdient, weil ja, es gibt nichts mehr zu berichten. Alles ist nur noch Corona und ja, da ist auch wieder Kurzarbeitszeit eingesetzt. Also, das stimmt irgendwie nicht. Und ebenfalls, wenn man die Seiten anschaut, die Online-Seiten oder die Print-Seiten, dann sieht man, dass da sehr viele billige Ads drin sind. Also wenn es einem Konzern gut gehen würde, würde er keine billige Ads reinnehmen, wo irgendwie Roger Federer erzählt, dass er von Aliens entführt worden ist, die da komische
medizinische Tests an ihm gemacht haben und er jetzt die göttliche Eingebung hat, wie er ohne Arbeit Milliardär wird. Das sind ja solche Anzeigen, die wir alle schon gesehen haben. Nun ja, wenn aber Views wirklich so gut wären, dann können wir ja alle in den Lebensmittelhandel gehen und ein Pfund Brot kaufen für 20 Views. Könnt ihr mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich denke nämlich nicht. Sind wir ehrlich, Views ist eigentlich nur dazu da, um das eigene Ego zu kraulen. Also die Schulter zu klopfen und sagen, ja, hast du gut gemacht, mein Bub. Denn sonst bringt es eigentlich nichts. Denn wir können nicht Views essen. Obwohl, wäre noch cool, wenn wir hin und wieder jemand, der uns online ärgert, essen könnten. Aber lassen wir das. Das wäre vielleicht mal ein Thema für ein anderer Livestream. Aber schauen wir uns mal an. Ich erzähle ja immer wieder etwas von mir. Ich habe jetzt 20 Livestreams gemacht. Wenn ich die Views als Basis nehmen würde, dann sieht es so aus, dass ich etwa pro Tag etwa 2 bis 10 Live-Zuschauer habe. Zurzeit sind es 3, wie ich sehe. Also sagen wir 10 Zuschauer pro Ausgabe, Live-Ausgabe. Wenn ich dann den ganzen Tag die Views anschaue, dann sind es so 30 Wiederholungen. Also 30 zusätzliche Views, dann sind wir etwa bei 30. Tönt jetzt nach viel, ist es aber gar nicht. Gehen wir weiter davon aus, dass ich etwa 2 bis 3 Stunden pro Tag investiere zur Vorbereitung eines solchen Livestreams. Ja, dann sind wir dann bereits, sagen wir, bei 3 Stunden pro Tag, pro Ausgabe. Und wenn ich jetzt rechne mit einem Stundensatz von 200 Franken, 200 Euro, dann sind es eigentlich pro Ausgabe 600 Franken, die ich investiere in diesen Livestream. Yeah! Und wenn ich das dann hochrechne auf die 20. Ausgabe auf heute, dann würde es eigentlich heißen, ich hätte jetzt 12.000 Stutz investiert. Wow! Erschreckend. Ja gut, dann können wir es eigentlich ganz einfach machen. Wenn sich das lohnt, 12.000 Franken investieren zu 30 Views, dann kann ich nur dazu sagen, das rendiert sich nicht. Darum muss ich jetzt aufhören. Tschüss zusammen. Edge, zu früh gefreut. Ich bin immer noch da. Nein, natürlich. Also, Views, die bringen es nicht wirklich. Denn mein Ziel ist ja eigentlich nicht, Views zu haben, sondern Spaß zu haben. Ich mache gerne Livestream. Ich habe gern Spaß in diesem Kanal. Ich diskutiere gerne mit euch. Ich präsentiere gerne mit euch. Darum habe ich am liebsten wenig Zuschauer, dafür die Zuschauer, die sich interessieren. So wie jetzt zum Beispiel der Roger, der mir gesagt hat, um mehr Views zu bekommen, soll ich einem Schockehasen seinen Namen geben und ihm sein Ohr abbeißen. Kann ich machen. Können wir natürlich machen. Würde sicherlich auch funktionieren. Aber wie gesagt, lassen wir das. Aber eben, für mich ist Marketing, also diese Form von Content, eigentlich reines Marketing. Denn ja, wenn ich jetzt mir überlege, ich habe 12.000 Franken in die letzten 20 Shows investiert, ich habe aber nur so 30, 40 Views an harten Zahlen erhalten, dann muss ich sagen, es lohnt sich hinten und vorne nicht. Aber trotzdem sind viele Leute zu mir gekommen und gesagt, und die haben gesagt, ja, wow, das ist eine coole Idee, sowas will ich auch machen, kannst du mir das zeigen? Und zack, habe ich einen Auftrag generiert. Ich habe schon Overlays für Firmen generiert. Also auch wieder, zack, wieder einen Auftrag erhalten und so weiter und so fort. Darum kann ich sagen, ja doch, also mir hat es gelohnt. Ich habe mehr eingenommen als ausgegeben, obwohl es eigentlich 12.000 Stutz sind. Ein schönes Sümmchen. Hätte ich doch fast in die Ferien gehen können. Ja, darum ist es für mich eigentlich immer ein zweiseitiges Schwert. Ich mache gerne, ich schreibe gerne Blogs, ich bin gerne im Content produzieren in Bild und Ton und veröffentliche diese. Und zurück kommt dann Aufträge, indirekt, direkt, durch Word of Mouth, was auch immer. Das sind also meine Aktionen und das ist jetzt wirklich außerhalb dieser ganzen View-Geschichte.
Denn ja, erst nach x Jahren habe ich dann View-Zahlen im Blog erhalten, die ich eigentlich ganz okay finde. Ich bin jetzt so zwischen 15.000 und 18.000 vor Corona gewesen. Zurzeit jetzt mit dieser Corona-Aktion bin ich bei fast 20.000 Views pro Tag. Ist in Ordnung. Ich bin damit absolut zufrieden. Ich merke, der Content, den ich produziert habe, hat funktioniert. Und das ist ja das Wichtige. Nicht da die View-Zahlen. Wenn wir es aber ausrechnen auf eine Firma, dann muss ich überlegen, ja, welche KPIs, also Key Performance Index, ich da verwenden sollte. Also, Views, haben wir jetzt gelernt, sind nicht so wirklich das Wahre. Da wäre eher die Conversion Rate bei einem Online-Shop wichtiger. Aber auch hier merkt man dann sehr schnell, die Conversion Rate ist ja das Verhältnis zwischen Views und Verkauf. Also wenn ich 5 Besucher habe in meinem Online-Shop und die 5 kaufen was, dann habe ich eine Conversion Rate von 100%. Wäre natürlich geil. Habe ich aber einen Shop mit 1000 Besuchern, ich habe aber nur 5 Leute oder eine Person, die was kauft, ja, dann bin ich dann schnell bei einem Tausendstel Prozent. Und das ist dann also wirklich 0,001 Conversion Rate, was wieder schlecht wäre. Also man muss diese Zahlen immer in Relation zu anderen Zahlen setzen, dann können Views etwas aussagen. Ich mache da immer gerne solche Mischrechnungen, ich mache mir einfach eine Liste, schreibe mir auf, ja, wie viele Views habe ich, wie viele Verkäufe habe ich, was habe ich sonst gemacht, wie viel Zeit, Geld habe ich investiert, wie viele Kontaktformulare, also Leads habe ich generiert, wie viel Sales habe ich generiert, wie viele Aufträge habe ich generiert, wie viele Telefonate habe ich wegen einem Content machen können und so weiter und so fort. Und am Schluss kann ich dann sagen, für mich, ja, es lohnt sich. Jetzt ist es natürlich etwas anders, ob ich jetzt ein kleiner Furz bin, eine Ein-Mann-Personen-Firma oder ob ich ein Großkonzern bin. Da muss man auch diese Zahlen wieder zusammenrechnen, dividieren, extrahieren, multiplizieren, was auch immer. Also ihr seht, Views sind eigentlich nur die Hälfte der ganzen Gleichung und verlasst euch nicht auf die Views. Setzt sie in Relation zu euren Zielen, zu euren Wünschen und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob etwas von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Denn wenn ich zufrieden bin, dann müsst ihr es nicht unbedingt sein oder umgekehrt. Das ist immer eure persönliche Entscheidung. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Show gefallen, kleine Gedankenstütze hat es gebracht. Ich hoffe ebenfalls, ihr konntet daraus etwas hervornehmen, etwas mitnehmen in euer Business. Ja, dann wäre es das also, diese heutige Live-Show. Wir sehen uns morgen wieder, ca. 13 Uhr. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Lasst euch von den Killerviren nicht beißen. Geht raus an die Sonne. Denkt aber daran, mindestens 2 Meter Abstand. Und wenn ihr joggt, dann joggt mindestens mit einem 20 Meter Abstand. Haben wir jetzt am Wochenende gehört, dass das gar nicht so funktioniert, wie die Forscher das eigentlich bisher gedacht haben, dass diese Killerviren weiterfliegen. Also dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns morgen 13 Uhr wieder. Tschüss, ciao. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet. Es freut mich nämlich immer, wenn ihr mich ehrlich bewertet und kommentiert, denn nur so kann ich meine Livestreams, meine Videos verbessern. Ja, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao.